Hallo, wir stehen hier wieder in Thüringen auf dem Stoppelfeld und haben hier die Rebell 8 Meter Classic T in 8 Meter Arbeitsbreite. Das ist unsere Kurzscheibenegge aus dem Hause Köckerling. Die Kurzscheibenegge zeichnet aus, dass sie genau wie der Flatline, den wir eben schon gesehen haben, vorne auf den Schlitzrädern läuft, hinten auf der Doppel-STS-Walse. Die Maschine arbeitet mit einem Strichabstand von 130 mm und die Scheiben sind mit 16 Grad Seitengriff und 16 Grad Untergriff angestellt. Das heißt, wir können auch mit dieser Maschine mit relativ wenig Arbeitstiefe ganz flächig den Boden schneiden. Die Messerwalze hat einen Durchmesser von 350 mm und ist durch ein hydraulisches System abgepuffert. Die Maschine ist komplett hydraulisch in der Tiefe zu verstellen. Das heißt, Sie brauchen keine Clips einzulegen, sondern ist vom Fahrersitz aus komplett von 0 bis 15 cm Arbeitstiefe komplett in der Tiefe zu verstellen. Das betrifft auch die Messerwalze. Die kann man auch während der Fahrt einschwenken oder ausschwenken, ganz wie man das möchte. Im Heck sehen wir wieder unseren bewährten Strohstriegel, um, wie gesagt, grüne Pflanzen an die Oberfläche zu ziehen, die die Walze vorher festgedrückt hat und die vielleicht eventuell anwachsen können. Die Scheibenegge arbeitet mit einer Spiralfeder. Die hat ungefähr eine Auslösekraft von 120 kg und jede Scheibe ist einzeln aufgehängt. Das heißt, sie kann nach oben ausweichen und hat den Vorteil, sie ist relativ stabil. Das heißt, sie kann nicht zur Seite arbeiten, sondern nur nach hinten oben arbeiten. Die Spiralfederaufhängung hat den Vorteil, dass sie auch bei sehr, sehr schweren Böden immer einen guten Einzug hat und auch bei Steinen nur nach oben ausweichen kann und nicht zur Seite. Der Untergriff von 16 Grad bewirkt einen sehr guten geraden Auslauf der Maschine. Das heißt, wir haben fast keine Abdrift zur Seite, wie man das von reinen Seitengriffmaschinen kennt, dass sie einen leichten Seitenzug haben, sondern wie gesagt, bewirkt einen sehr guten geraden Auslauf. Die Maschine gibt es in der spiralgefederten Version oder mit Blattfederaufhängung für leichte und mittlere Böden. Aber für schwere Böden würde ich auf jeden Fall immer die Spiralfederung empfehlen. Die Scheibenegge, wie sie hier steht, ist eine Fahrwerksmaschine. Wir bieten diese an in 5, 6 und 8 Meter und in einer ganz großen Version auch in 12,5 Meter. Und in angebauter Version in 3, 4, 5 und 6 Meter Arbeitsbreite. Die Rebell Classic T wird immer ausgeliefert mit der Doppel-STS-Walze. Die angebauten Maschinen in 3 bis 6 Meter Arbeitsbreite gibt es auch mit der einfachen STS-Walze oder einer 520er Stabwalze. Der Striegel ist immer optional. Aber ist zu empfehlen, da ja, wie gesagt, diese grünen Pflanzen an die Oberfläche zieht, wo sie ablüften können. Durch die Bauweise mit der Tandemwalze hat die Maschine einen sehr, sehr ruhigen Lauf. Das heißt, wir haben keine Probleme mit Aufspringen oder Aufschaukeln der Maschine, sondern Sie werden immer sehen, dass die Maschine liegt wie ein Brett. Und ganz wichtig ist auch die Einebnung. Die Maschine hinterlässt ein absolut ebenes Feld. Das heißt, Sie haben keine Furchen oder Dämme, sondern ist wirklich tiptop eben. Und das ist eigentlich auch der Anspruch, den wir haben, eine absolut gerade Fläche. Die Maschine hat ein Fahrwerk, was direkt hinter dem Scheibenfeld angebracht ist. Das heißt zwischen Scheibensegment und vor der Doppel-STS-Walze. Dadurch bekommen wir nochmal Gewicht auf die Scheibensegmente drauf und die Maschine liegt im Acker noch etwas ruhiger. Die Maschine, wie sie jetzt hier steht, in 8 Meter, hat ein Eigengewicht von 9,4 Tonnen. Das heißt, das garantiert auch ein sicheres Einzugsvermögen der Maschine. Serienmäßig hier mit 40 km/h Fahrwerk und TÜV-Gutachten. Das Fahrwerk vor der Walze und nach dem Zinkenfeld garantiert auch ein enges Umdrehen am Vorgewende. Das heißt, wir können mit einem relativ engen Radius am Vorgewende drehen und wieder in den Acker einziehen. Alternativ zur Messerwalze können wir auch ein schweres Crossboard anbieten, was für die Saatbereitung nach dem Flug gut geeignet ist. Dadurch hat die Maschine auch eine Doppelnutzung, sowohl für die Saatbereitung als auch für die Stoppelbearbeitung.